Radio Hamburg TV. Nach dem Anschlag auf das Pariser Satiremagazin Charlie Hebdo haben in Hamburg am Montag tausende Menschen gegen Terror, Rassismus und Ausgrenzung demonstriert. Nach Polizeiangaben versammelten sich am Abend rund 4000 Demonstranten in der Innenstadt. Der Verein Unternehmer ohne Grenzen hatte zu einer Kundgebung auf dem Gerd-Hauptmann-Platz aufgerufen. Unter dem Motto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind die Menschen für Meinungsfreiheit und Demokratie auf die Straße gegangen. Gegen Terror, Rassismus und Ausgrenzung, für Freiheit und Demokratie, hieß es ab 18 Uhr in der Hamburger Innenstadt. Auch Bürgermeister Olaf Scholz hat an der Kundgebung teilgenommen. Ich bin heute gekommen, weil ich von den Anschlägen letzte Woche erfahren habe und weil schon seit Wochen einen ja stört, dass viele Leute in Deutschland für Pegida auf die Straße gehen. Und um ein Zeichen dagegen zu setzen, bin ich heute gekommen. Ich wollte mich einfach von diesen Terroristen distanzieren. Ich wollte auch zu meinem Mitbürger stehen und einfach eine Meinung hier, also beziehungsweise meine Meinung hier kundtun, dass wir mit diesen Terroristen nichts zu tun haben, dass das, was sie dort im Namen der Islam machen, ist nicht vertretbar ist. Das ist eigentlich das, was ich hier vertreten wollte mit meinen Freunden zusammen. Um solidarisch zu sein, um mit dabei zu sein, wenn es um unsere Werte geht. Gegen Fremdenfeindlichkeit und Fremdenhass und für Einigkeit zwischen allen Menschen. Ich bin für Frieden und für Liebe, für zusammen, in Frieden zusammenleben. Ich bin auf jeden Fall hier, um ein Zeichen zu setzen gegen Radikalisierung in jede Richtung. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch die muslimischen Gruppen sich entschieden dagegen wehren, was da mit ihrer Religion passiert. Ich glaube, dass wir jetzt die richtigen Signale haben. Und wir müssen einfach mal unser Herz und unseren Verstand jetzt in Bewegung setzen. Deswegen war ich hier.